Kapitel 3. Hätte man uns in unserer gesamten Geschichte nur ein Wort der Information gegeben, oh, wie würden wir es verehren. Über jede Silbe würden wir nachsinnen, über ihre Bedeutung rätseln, über ihre Wichtigkeit streiten, wie wir es untersuchen würden und in jede nur mögliche Lektion abbringen. Doch wir haben Trillionen von Wörtern, ganze Flutwellen von Informationen und das kleinste Detail einer jeden Aktion unserer Regierung und Unternehmen ist für uns mit der Leichtigkeit eines Knopfdrucks verfügbar. Und trotzdem ignorieren wir es und lernen nichts daraus. Eines Tages werden wir an freiwilliger Unwissenheit sterben. Hirip Basot, Experte für Zeitgeschehen auf HNE's Faktenfieber, einer publikumsschwachen Politsendung, die kurz nach dieser Übertragung wegen schlechter Quoten abgesetzt wurde. Enkeri, Mandalore, Marktag, ungefähr 6 Monate später, 937 Tage nach der Schlacht von Geonosis. Mandalore war paradiesisch. Der Planet war einsam, unterentwickelt und entbehrte der meisten der eingeschränkten Annehmlichkeiten, an die Fire als Klonkommando gewohnt war. Aber hier war er nicht länger ein Soldat unter Zivilisten. Mandalorianer verstanden das Militärleben. Sie waren alle auf die eine oder andere Art Soldaten und das machte Mandalore zu einem ungezwungenen Ort, um zu leben. Er stand im unablässigen Nieselregen, der Enkeris Marktplatz in einen Morast verwandelt hatte, und versuchte sich zu erinnern, weshalb er zugestimmt hatte, Paria hier zu treffen. Sie hatte es ihm gesagt, aber er vergaß zurzeit so viel. Der Krieg war für ihn zu Ende. Er fragte sich, ob er jemals wieder fit genug sein würde, um zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie man etwas anderes macht, oder? Zu was bin ich jetzt Nutze? Alles klar, Nervot. Ein Fremder, ein Mann in voller mandalorianischer Rüstung, wie jeder andere hier auch, legte seine Hand auf Fais Schulter, als wolle er dessen Aufmerksamkeit erlangen. Fai musste verloren ausgesehen haben. Es war eine Stimme, von der Fai meinte, er müsse sie kennen, aber es gelang ihm nicht, sie zu identifizieren. Kann ich helfen? Fai konnte der Karte folgen, die Paria ihm gegeben hatte. An manchen Tagen wusste er, dass er etwas Wichtiges vergessen hatte, und an anderen wieder wurde es ihm erst klar, wenn es ihm jemand sagte. Aber allein das Wissen, dass er etwas nicht mitbekommen hatte, bedeutete schon einen Fortschritt. Vor etwas mehr als einem Jahr war er noch künstlich am Leben erhalten und für hirntot erklärt worden. Die Erinnerung an seine Genesung glich einem Flickenteppich aus Bruchstücken, die ebenso gut Träume hätten sein können. »Ich warte hier auf meine Freundin«, sagte Fai und stützte sich auf den Bevi-Ragir, den Paria ihm gegeben hatte. Das war ein Jagdspeer mit einem abnehmbaren Gegengewicht am anderen Ende, und auch wenn er noch nicht fit genug für die Jagd war, sah er damit wenigstens etwas respektabler aus als mit Krücken oder einem Gehstock. Er hatte seinen Stolz. Er rang noch immer damit, die richtigen Worte zu finden, und er wusste, dass er sich verwirrt anhörte. Aber ja, er machte Fortschritte. Paria hat es ihm versichert. Sie sagte, ich solle sie hier treffen. Ich vergesse in letzter Zeit viel. Ich wurde in die Luft gesprengt. Der Mann, der eine mittelgrüne Rüstung trug, wie so viele Mandalorianer, starrte auf die Markierungen an Fais Helm, die ihn als verwundeten Veteranen auswiesen, und hielt ein paar Augenblicke inne, fragte aber nicht nach einer Erklärung. »Du bist jünger, als ich dachte«, sagte er. Fais Stimme musste ihn überrascht haben. Vielleicht hatte er einen älteren Mann unter der Rüstung vermutet. »Ich werde mit dir warten, bis sie auftaucht.« Es war eine liebenswürdige Geste, so als benötige Fai Schutz. Er war es gewohnt gewesen, selbst derjenige zu sein, der Schutz bot. Es wurmte ihn, hilfebedürftig zu sein. »Du hast Paria und du bist am Leben. Sei dankbar.« Aber Fai war nicht dankbar. Seit er sich auf Mandalore befand, begann er zu verstehen, wie freie Menschen lebten. Und jetzt war ihm jeder einzelne Moment verhasst, den er damit verbracht hatte, einer Gesellschaft zu dienen, die ihm weniger Rechte einräumte als einem Droiden. »Für wen hast du gekämpft?«, fragte der Mann nach einer langen, unbeholfenen Pause. Mandalore hatte die Galaxis seit Generationen mit Söldnertruppen versorgt und kommerzielles Kriegshandwerk galt als allgemein akzeptiertes Gesprächsthema für Plaudereien. »Wurdest du gut bezahlt?« »Große Armee der Republik. Welche Bezahlung?« Wieder eine Pause. Mandalore war nicht Territorium der Republik, nicht einmal annähernd. Jetzt wusste der Mandalorianer auch, dass Fai ein Klon war, dem nicht einmal die Ehre zuteil wurde, für seine Fertigkeiten im Kampf bezahlt zu werden. Aber das schien hier nicht als Stigma aufgefasst zu werden.
Deserteur, stellte der Mann ohne eine Andeutung von Missbilligung fest. Tod entlassen. Fei suchte nach Worten. Er wusste, was er sagen wollte, aber seinen Mund zum Gehorsam zu zwingen, war schon wieder eine andere Sache. Er spürte, wie ihm der Schweiß auf die Oberlippe trat. Wie eine gewöhnliche Krankenentlassung, nur schwerwiegender. Schon in Ordnung, Nawot. Du bist hier unter Freunden, erwiderte der Mann. Es war eine Schande, dass Fett es den Kaminoanern gestattet hat, Klone von sich für die Jedi zu machen. Ist nicht deine Schuld. Muss dir um mich nicht leid tun, sagte Fei abwehrend. Er wollte kein Mitleid. Den Kaminoanern war es ebenso egal wie Fett, ob die Klonarmee glücklich war und gut behandelt wurde, solange sie nur Kriege gewann. Aber er hatte Kals Kirata gehabt, der auf ihn aufpasste. Unser Sergeant hat sich gut um uns gekümmert. Er hat mich als seinen Sohn adoptiert. Uns ging's gut. So hört man es. Man hört viel. Ist ein kleiner Planet. Eine ganze Reihe Kulvaldar kamen hierher zurück, nachdem sie eure Ausbildung beendet hatten. Der Typ wusste also tatsächlich Bescheid. Die von Fett handverlesenen mandalorianischen Ausbildungssergeants waren nicht alle von ihm angetan gewesen, aber sie hatten sein Können respektiert. Und sie hatten über das Thema in Hippuka City gemotzt. Nun gab es keine Geheimnisse mehr zu bewahren. Jeder wusste jetzt über die große Armee der Republik Bescheid. Langsam dämmerte es Fei, dass Fett, Mandalor und Kopfgeldjäger ein guter Werber für den mandalorianischen Schneid gewesen war, aber sein heroischer Status wurde nicht von allen seinen Leuten respektiert. Die Alpha-Arc-Trooper, harte Männer, buchstäbliche Abgüsse von Fett, fürchteten ihn und folgten treu ergeben seinen Befehlen, selbst über seinen Tod hinaus. Aber Fei wurde klar, dass ihn manche Mandoade hier für einen eigennützigen Chakar hielten. Mandalore hatte zurzeit kein Oberhaupt, aber trotzdem ging das Leben weiter. Fei konnte sich gut vorstellen, welches Chaos auf Coruscant geherrscht hätte, wäre der Kanzler ohne einen Nachfolger in Sicht getötet worden. Mandos machten einfach weiter. Es ist schon einmal passiert, pflegten sie zu sagen, und es wird wieder passieren. Aber keine Nation, die etwas taugt, zerbricht, nur weil niemand auf dem Thron sitzt. Hast du Kinder? Fragte der Mann. Fei zuckte mit den Schultern. Ich arbeite dran. Manchmal trat Feis altes Ich unerwartet an die Oberfläche. Er war in außerordentlicher Topform gewesen, ein Elite-Kommando und das schmerzte am meisten. Er hatte das besessen, was Girata Paklalat nannte, die Gabe des Quatschens. Aber die Explosion auf Gavtika hatte dem ein Ende gesetzt und jetzt war er ein Pflegefall, abhängig von der Fürsorge einer netten Frau namens Paya Pralor, der es egal zu sein schien, dass sie nicht den Hauptgewinn gezogen hatte, der er einst gewesen war. Der Mann sah an Fei vorbei, so als hätte er jemanden bemerkt, der sich ihnen aus der Menge näherte, diesem Gewühl aus Rüstungen, die in Flexitaschen konserviertes Gemüse, Maschinenteile und den gelegentlichen 5-Liter-Behälter mit Jihar herumschleppten, dem hiesigen dreifach destillierten Alkohol, den man gut und gerne zum Entfetten von Motoren hätte verwenden können. »Ist das deine Holde?«, fragte er. »Hierher unterwegs, auf 6 Uhr.« Fei drehte sich um. Payas dunkelbraune Zöpfe schwangen, von roten Kupferkügelchen zusammengehalten, unter dem Kinnstück ihres Helms. In ihrer tief scharlachroten Rüstung wirkte sie in dem grauen Nieselregen wie eine leuchtende Herbstfrucht. Ja, das ist sie. Dann mache ich mich mal auf. Du bist wieder in sicheren Händen. Wieder? Was meinte er damit? Als Fei sich erneut umdrehte, war der Mann schon mit der Menge auf dem Marktplatz verschmolzen. Paya drängte sich mit der Zielgenauigkeit einer Laserkanone durch das Gedränge aus Rüstungen, nahm Fei beim Arm und zog ihn an sich, um mit der Stirn ihres Helms gegen den seinen zu tippen. Die einzige Möglichkeit, jemandem in voller Rüstung einen Kuss zu geben. Das war wahrscheinlich auch der Grund, aus dem manche Aruetis meinten, Mandalorianer würden sich zur Begrüßung einen Kopfstoß verpassen. Aruetis, Fremde, Feinde, Verräter und alle möglichen Schattierungen davon glaubten auch jeden Schwachsinn, dachte Fei. Du hast es geschafft, sagte Paya anerkennend. Gut gemacht, Kiarika. Schließt neue Freundschaften, was? Ich weiß nicht. Fei konnte den Mann nirgends mehr sehen. Er war verschwunden. Er war um mich besorgt. Paya hob ihre Hand und tätschelte seinen Helm. Sie hatte die mandalorianischen Buchstaben M und S darauf gemalt, als Abkürzung für Mishupur,
Hirnverletzung. Ganz so, wie es die Sannis auf dem Schlachtfeld bei der Triage machten. Auf Mandalore funktionierte das Symbol als Mischung aus generellem Warnhinweis, um dem Träger etwas Ruhe zu gönnen und Orden für Verdienste im Kampf. Er hat die Markierung auf deinem Briquet gesehen. Es hat ihm verraten, dass du behindert bist und warum. Er spart einem eine Menge blöder Fragen, weißt du, und die Leute wissen, wie sie dich behandeln sollen. Fei hatte sich selbst nie als behindert angesehen, verletzt vielleicht, aber nicht behindert. Er sagte sich, er befände sich noch im Frühstadium und dass Badan Yussig ihn mit seinen heilenden Jedi-Techniken wieder Zelle für Zelle zusammensetzen würde. Und was machen wir jetzt? Fragte er. Jetzt musst du deinen Weg zur Kantina finden. Paya zeigte keine Spur von Ungeduld, obwohl ihm bewusst war, dass sie es ihm wahrscheinlich schon dutzende Male erklärt hatte. Und ich werde dir natürlich nicht helfen. Benutze die Karte. Und was musst du noch machen? Komm schon, sag's mir. Notizen. Unterwegs Notizen machen. Gut, mach Notizen. Dann musst du nur noch daran denken, immer wieder auf dein Datapad zu sehen. Verglichen mit nur einem Viertel Coruscants, in denen es wimmelte wie in einem Insektenstock, war in Kerri lediglich ein Fleckchen auf der Karte. Und es war die nächste Siedlung zu Kyri Morhut, Skiratas Zufluchtsort für desertierte Klone tief in den nördlichen Wäldern. Es glich mehr einem Handelsposten als einer Stadt, aber aus Feis Sicht wirkte der Ort so komplex und verwirrend wie ein Labyrinth. Er zog den Griffel aus seinem Unterarmpanzer und überprüfte sein Datapad. Er hatte Ereignisse, die schon mehrere Jahre zurücklagen, selbst seine künstlich kurze Kindheit lebhaft vor Augen, aber die Erinnerungen von einem Tag auf den nächsten, die jedermann für selbstverständlich nahm, entglitten ihm. Wie man es ihm einst antrainiert hatte, bestimmte er seinen Standpunkt anhand von Orientierungspunkten, wie dem Getreidesilo am Stadtrand und dem einfachen magnetischen Kompass an seinem Unterarm und trottete los. Wenn er erst wieder gelernt hatte, auf diese Weise klarzukommen, würde er erneut lernen, das Heads-Up-Display seines Helms zu gebrauchen. Ein Schritt nach dem anderen, hatte Paya gesagt. Sie folgte ihm. Du machst das gut. Ehrlich, Kyarika, du wirst von Tag zu Tag besser. Ich bin stolz auf dich. Wie konnte Paya ihn in diesem Zustand lieben? Er fühlte sich niedergeschmettert. Aber sie hatten sich kennengelernt, als er bereits verletzt war. Und sie kannte den Fei nicht, der er einmal gewesen war. Sie liebte den, der er jetzt war. Es konnte nur besser werden. Ich vermisse meine Brüder, vertraute er ihr an. Und ich vermisse auch Ordo. Es gab Nachrichten, gelegentliche Unterhaltungen über Comlink mit Omega-Spot und den Null-Arcs, die für ihn im weitesten Sinne des Wortes die einzige Familie darstellten. Aber Fei hatte sein gesamtes kurzes Leben unter solchen Männern verbracht, wie er einer war. Er war noch nie so allein gewesen. Plötzlich fühlte er sich schuldig, weil Paya seine ganze Welt darstellte. Sie pflegte ihn in diesen schrecklichen Tagen, nachdem man ihn von Coruscant gerettet hatte, fütterte und wusch ihn wie ein Kleinkind und ihre ständige Ermutigung hatte ebenso viel dazu beigetragen, dass er wieder gehen konnte, wie Yussigs Heilkräfte mit der Macht. Einst hatte Fei sich nichts vorstellen können, dass er sich mehr gewünscht hätte als ein nettes Mädchen, das sich um ihn sorgte. Nie hätte er geglaubt, dass er mal bei einer landen würde, die für ihn sorgte. Ordo sollte bald vorbeischauen, tröstete ihn Paya. Du weißt ja, die Nulls und Zeitpläne passen nicht so richtig zusammen. Wie dem auch sei, Vardikas Besuch für deine nächste Heilbehandlung steht in ein paar Tagen an. Fei dachte, es wäre es wert zu fragen. Kann ich nach Hause gehen? Paya blinzelte. Das hier ist dein Zuhause, Fei. Oder meinst du etwa Coruscant? Ja. Nein, dorthin gehst du nicht zurück. Sie wollten dich umlegen, erinnerst du dich? Sie wollten dir den Stecker rausziehen, weil sie meinten, du wärst es nicht wert, am Leben erhalten zu werden. Wahrscheinlich würden sie dich bei der Zollabfertigung als gestohlenes Regierungseigentum konfiszieren. Du musst nicht wieder zurück in dieses stinkende Dajaim. Paya regte sich darüber auf, aber Fei empfand es als eine weit entfernte Grausamkeit. Etwas, von dem er wusste, dass es schrecklich war, aber tatsächlich gefühlt hatte er es nicht, da er ohnmächtig im Koma gelegen hatte. Während er den Weg zur Kantina mit mechanischer Sorgfalt abschritt und dabei an jeder Gasse und Kreuzung auf die Karte sah, versuchte er sich vorzustellen, wie Bethany und Captain Obrim verzweifelt versuchten, ihn vor einem gefühllosen System zu retten, das auf Dauer versehrte Klone einfach einschläferte wie Tiere.
Ordo hatte erzählt, Bestiny hätte die Belegschaft des Medicenters mit einer Waffe bedroht und ihn mit vorgehaltenem Blaster entführt. Er schien ungeheuer stolz auf sie zu sein. Solch purer Mut schien auf mandalorianische Männer den gleichen Effekt zu haben wie ein paar lange Beine auf Aruetis. Weibliche Courage war unwiderstehlich. Um den Zoll komme ich rum, meinte Fay. Ich bin ein Kommando. Bestiny hat jede Menge Ärger auf sich genommen, um dich rauszuholen. Ich weiß. Fay konnte Bestinys erschreckend blonden Zauber nicht mit der eher einsamen, methodisch vorgehenden Frau in ihrem Inneren in Einklang bringen. Und schon gar nicht mit einer, die eine bewaffnete Entführung vom Zaun brach. Hab mich nie bedankt. Du möchtest ihr danken? Warte, bis sie uns besucht. Aber ich könnte mal allen Hallo sagen, beharrte Fay. Er ging um eine Ecke herum und dort befand sich die Kantina, genau wie auf der Karte verzeichnet. Ein kleiner Sieg. Er nahm den Helm ab, ließ den Regen über sein Gesicht laufen und hasste sich dafür, zu reden wie ein dummes Kind. Es ist leichter für mich, zu ihnen zu gehen. Deine Brüder sind überall in der Galaxis im Einsatz. Und ich könnte Ethans Baby sehen. Das ist ein gefährliches Geheimnis, Fay. Es ist nicht fair, dass Damen nicht weiß, dass er der Vater ist. Die Galaxis ist nun mal ein unfairer Ort. Es ist sicherer, dass er es noch nicht weiß. Plötzlich platzte es ohne Überlegung aus Fay heraus. Ich gehöre nicht hierher, Paika. Ich sollte kämpfen. Das ist das Einzige, was ich kann. Ich dachte, ich würde raus wollen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll.